im Moment hat man ja die Qual der Wahl. Ist es nicht herrlich? Es gibt wirklich alles an Obstsorten zu kaufen, die man sich vorstellen kann. Und man weiß gar nicht, was man zuerst mitnehmen soll, vernaschen oder verbacken soll. Ich persönlich habe ja sehnsüchtig auf die Stachelbeeren gewartet. Jetzt sind die nicht mehr ganz so sauer. Und ich habe die roten hier, die sind ja sowieso ein bisschen süßer als die grünen. Und davon mache ich jetzt einen richtig leckeren Kuchen. Und dafür brauche ich einen Mürbeteig für unten drunter. Ich brauche meine Stachelbeerfüllung und leckere Mandelstreusel. Und obendrauf kommt noch eine Sahne-Quark-Creme. Sahne und Quark stehen natürlich noch im Kühlschrank, weil die brauche ich ja erst zum Schluss. Und als erstes mache ich meinen Mürbeteig fertig, weil der muss noch eine halbe Stunde in den Kühlschrank und durchkühlen. In dieser Zeit kann ich dann meine Streusel und die leckere Stachelbeerfüllung fertig machen. Und für meinen Mürbeteig habe ich hier 200 Gramm Mehl. Die vermische ich mir jetzt mit 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ich habe ja hier meinen selbstgemachten, eine Messerspitze oder einen halben Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Das rühre ich mir unter, gebe das zusammen mit einem Ei und 100 Gramm Butter, kalte Butter, in die Küchenmaschine, knete mir das schön durch, knete das nochmal mit der Hand nach, pack das in Frischhaltefolie ab in den Kühlschrank und dann kümmere ich mich um meine Stachelbeeren. Mein Mürbeteig, der ist schon im Kühlschrank und die Schüssel habe ich jetzt einfach da stehen gelassen, weil die kann ich gleich benutzen, die brauche ich gar nicht sauber machen für meine leckeren Streusel. Aber als nächstes mache ich erstmal meine Stachelbeerfüllung fertig. Und dafür brauche ich 100 Milliliter Wasser, ein Päckchen Puddingpulver, das verrühre ich gleich, ein Glas Stachelbeermarmelade, und deswegen nehme ich auch keinen Zucker, und ein Kilo Stachelbeeren. Viele machen ja die Stachelbeerfüllung mit Stachelbeeren aus dem Glas. Dann hat man natürlich schon ein bisschen Flüssigkeit. Ich mache das jetzt mit dem Puddingpulver und mit der Konfitüre. Das ist total lecker. Und als nächstes muss ich natürlich erstmal die Stachelbeeren putzen, weil die zwei Stängel, die müssen alle ab. Die Stachelbeeren sind geputzt und mein Puddingpulver habe ich mit dem Wasser jetzt zusammen hier angerührt. Und jetzt gebe ich meine Konfitüre einfach in den Topf, gebe das Puddingpulver dazu, lasse das Ganze einmal aufkochen, rühre mir dann die Stachelbeeren darunter und die Masse lasse ich dann wieder abkühlen und dann kann ich schon anfangen, meine Streusel fertig zu machen. Meine Stachelbeermasse ist fertig und jetzt kann ich schon die Mandelstreusel fertig machen. Wollt ihr einmal hier reinschauen, wie schön die schon aussehen? Die sind so süß-sauer und die Süße kommt natürlich von der Konfitüre. Da braucht wirklich kein Zucker mehr rein. Die ist richtig perfekt. Und jetzt nehme ich meine Schüssel, die ich vorhin ja schon für den Teig gebraucht habe. Und ich habe mir hier 200 Gramm Mehl mit 100 Gramm Mandelsplitter schon richtig schön vermengt und gebe als erstes 100 Gramm Butter, die habe ich mir jetzt in kleine Stückchen geschnitten, damit die Maschine es ein bisschen leichter hat, mit der Prise Salz und 100 Gramm Zucker in die Küchenmaschine. Lass das erstmal grob verrühren und gebe dann in einem Schwung das Mehl dazu und habe dann richtig leckere Mandelstreusel. Und dann kann ich den Teig schon aus dem Kühlschrank holen und ausrollen. Die Mandelstreusel sind fertig, die Stachelbeeren sind fertig, hier dürft ihr noch mal einmal reinschauen, aber die verschwinden ja auch gleich wieder mit der leckeren Quark-Sahne-Masse, die noch da oben drauf kommt. Meine Springform, eine 26er, die habe ich gut gefettet, den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 150 Grad Umluft oder ihr nehmt 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt werde ich meinen Teig, meinen gut gekühlten Teig, noch vorsichtig ausrollen. Und zwar etwas größer natürlich als die Form, damit ich noch einen schönen Rand nach oben ziehen kann. Und dann kann ich schon befüllen.
Das wäre geschafft. Der Boden ist in der Springform, beziehungsweise der Teig. Den Rand richtig schön hochgezogen. Jetzt mache ich mir mal ein bisschen sauber. Und dann nehme ich mir natürlich noch eine Gabel und steche den Teig ein bisschen ein. Mache da so ein paar Löcher hier rein. Und da drauf kommt jetzt die leckere Stachelbeerfüllung. So. Die hole ich mir jetzt aus dem Topf, rühre mir die noch einmal kurz um. Sieht das gut aus? So lecker. Schön auch die Marmelade mitnehmen. Und dann einmal glatt streichen. Und jetzt kommen die Streusel da oben drauf. Muss die erstmal richtig verteilen. Damit auch überall gleichmäßig Stachelmasse ist. Stachelbeermasse ist. Hoch, den noch runter. Und hier kommen jetzt die Streusel oben drauf. Die habe ich ja hier. Und da müsst ihr eben schauen, wie fein ihr die Streusel haben möchtet. Man kann die immer noch so ein bisschen auseinanderzupfen, wenn da so etwas größere Stückchen bei sind. Aber die sieht man ja sowieso auch gleich gar nicht mehr, weil da kommt ja noch die Sahne-Quark-Creme oben drauf. So sind die leckeren Streusel ganz versteckt, aber total lecker im Kuchen. Und der Kuchen geht jetzt für circa 45 Minuten in den Backofen. Da schaut einfach, wie schön goldbraun eure Streusel gebacken sind. Den fertig gebackenen Kuchen, den lasse ich jetzt eine halbe Stunde auskühlen, bevor ich den Springformrand löse, und dann muss der ganze Kuchen noch mal mindestens 3 Stunden richtig gut durchkühlen. Der Stachelbeerkuchen ist fertig und ich freue mich auch so. Der war jetzt 3,5 Stunden im Kühlschrank. Ich neige ja schon mal dazu, die Kühlzeit nicht einzuhalten, aber diesmal habe ich mich wirklich am Riemen gerissen und ihn 3,5 Stunden im Kühlschrank gelassen. Und darauf kommt jetzt noch eine Quark-Sahne-Creme. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Sahne da drauf machen oder eine Mascarpone-Sahne-Creme. Ich habe mich jetzt für Quark entschieden und habe 200 Gramm Speisequark-Magerstufe, 60 Gramm Zucker, Puderzucker. Den rühre ich mir hier rein, damit das auch ein bisschen süß wird, weil in den Stachelbeeren ist ja kein Zucker. Und gebe da noch ein bisschen Zitronensaft zu, so ein paar Tropfen, einfach damit ich hier so ein bisschen Frische noch drin habe. Ich habe mir schon 200 Gramm Sahne aufgeschlagen, die rühre ich dann auch gleich noch da unter. Und dann möchte ich obendrauf noch ein paar Mandelblättchen haben und die gebe ich mir jetzt in die Pfanne und röste mir die ohne Öl an. Und wenn die abgekühlt sind, kommen die zusammen mit meiner Creme oben auf den Kuchen drauf. Und dann kann ich den Kuchen schon anschneiden. Ich hoffe, dieser Kuchen hat und wird euch gefallen, wenn ich ihn gleich angeschnitten habe. Und ihr macht ihn vielleicht mal nach. Wie sieht das denn bei euch aus? Welchen Stachelbeerkuchen liebt ihr denn am meisten? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt, was da alles rauskommt. Und ich würde sagen, bis dahin, eure Bea. So, jetzt gebe ich noch die Sahne. Das wird.